So, da sind wir wieder, Leute. Ja, oh ja, wir haben nur noch einen und dann kommen die nächsten vier. Um euch zu spoilern. Ja, also bei Shademan. Ist das Shademan? Nee, ist er das? Ich weiß es nicht, oder? Ist es... Nee, ist Freezeman. Also, es kommt später ein Boss. Dort kann man dann, gebe ich die Ghosts and Goblins Musik irgendwie als Easter Egg freischalten. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Leider. Wäre mal interessant zu wissen. Okay. Ah ja, Mega Man. Oh, es ist einfach so toll. Ich freue mich einfach nur, Mega Man wieder zu spielen. Aber die Frage, vielleicht mal eine Frage. Warum einfach momentan kein... oh Gott, rutschig. Warum kommt momentan... Warum habe ich mit Mega Man 9 nicht weit? Das wäre im Prinzip ja nur noch ein Part. Das wäre nur der Boss und die Great 8. Ja, der Grund deswegen ist einfach nur, dass ich... wie soll ich sagen? Es gibt halt kein richtiges Save-Tool. Das haben sie einfach übernommen, noch von den alten Mega Man-Spielen, dass du nicht speichern kannst ab dem Wily Castle. Und da macht man die Wii aus, um eine kurze Pause zu machen. Weil wenn ich alles am Stück spielen will, dann muss man alles wieder neu machen. Das ist nervig. Das wäre einfach nervig, jetzt mal das komplette Castle zum x-ten Mal neu zu machen. Es kotzt mich einfach nur an. Das ist einfach nervig und aus diesem Grund ist mir voll die Lust an dem Spiel vergangen. Muss ich einfach sagen, leider. Deswegen, ich werde gucken, wann ich damit weitermache. Ich habe auch gehört, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Möglichkeit bestände, dass ich, das war schlecht, dass es die Möglichkeit gibt, Mega Man 9 auf dem Emulator mit Save States zu spielen, dass ich dann irgendwie mich bis zum Castle durchspielen und dort ein Save State mache. Das ging vielleicht auch, aber keine Ahnung, ich bin nicht so ein Fan davon, muss ich sagen. Oh Gott, ich rutsche hier, oh Gott, das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Gut, stirb mal bitte. Oh Gott, ist sie rutschig? Hier nicht. Aber da. Lass fallen. Brav. Oh Gott, ist das ekelhaft. Es ist, ich muss gerade ruhig sein, Leute. Weil das ist ekelhaft. Oh Gott, nein, nein, nein. Das war schlecht. Aber warte, ich habe noch eine ganz, ganz gute Idee. Oh, oh. Komm auf Sachen hier. Oh, mm. Oh, L'Amour! Mm, komm, oh, Mert! Mm. Oh, ma concierge! Oh, oh, Frankreich! Okay. Auch ein guter Tipp für Leute, wenn ihr mal auf Pennerbier angewiesen seid, wie Oettinger oder keine Ahnung, was es da alles gibt. Warum ich das erzähle, ich weiß nicht. Damit Pennerbier nicht gleich so abwertend klingt, sprecht es einfach Französisch aus. Sagt einfach, oh, ich habe hier einen erlesenen Erting Way oder Traugott Simon von Trinkgut. Ein Trichon Simon aus dem Jahr 1850. Ganz erlesenes Bier. Und schon entwickelt sich ein, ein 20-Cent-Bier zu einem erlesenen köstlichen Wein. Auf jeden Fall, nur mit einer Sache geht's nicht. Adelskrone. Adelskrone, was hast du mit mir gemacht? Oder nee, was hast du mit mir getan? So war's. Ja. Gab es hier nicht den. Ach, stimmt. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Mit Rushy-Bush. Mit Rush-Kash-Rush. Das ist nämlich eine Scheißstelle. Die ist so ekelhaft, so widerlich. Sie kotzt einen an. Bin mal gespannt. Und? Ja! Was ist es? Der Rush Search! Spannend! Ich fall gleich um. Kann ich eigentlich mit dem Rush? Kann man mit dem, nein, kann man nicht. Ich habe gerade geguckt, ob man mit dem Rush eventuell sogar. Ja. Ah, super. Das ist ja. Oh Gott, es hat gerade noch geklappt. Guck, wie viel Leben habe ich eigentlich noch? Ich muss mal nachgucken. Ah, immer noch zwei. Okay. Bin ich dazu damit, das debattiere ich mit Zuversicht. Ist das überhaupt richtig? Ich debattiere mit Zuversicht. Na, bada, bada. Gut, oh Gott. Hallo, Icy Mais. Du Meise-Eise. What the? Okay. Okay, jetzt hast du mich überrascht, Kollege. Also, damit, ich habe jetzt mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Kollege, also, Leute, er hat uns überrascht. Gebt's zu. Oh Gott. Dieser Eisbär, er hat einen Schaden. Oh nein. Ich habe einen Schaden, wie immer. Das wisst ihr. Okay.
Oh Gott, der Sprung war gut. Er war sogar, er war graziöser. Intrigant. Touché. Gut. Es ist so schön, einfach mal auf Sau komm raus zu spielen. Es ist toll, es klappt, es läuft. In jedem Teil ein Boss und das mit wenig Ärger. Aber der Ärger, der kommt noch. Ey, das ist Mega Man. Ach du Kacke. Das ist definitiv Mega Man. Oh Gott, aber was wäre ich bin ja, oh, ich bin ja ein Netter. So. Ach du Kackbobschlitten! Watten Datten! Bobby! Was ist das? Okay. Oh, Bobschlitten! Kackdreck! Oh Gott! Was ist das wieder für eine Idee? Was haben die Japaner wieder überlegt, ey? Okay. Ah ja. Ja, die Japaner haben ja verdient gewonnen bei der Fußball-WM gestern, finde ich. Dass die Deutschen da gemacht haben, das war nicht so schön. Also Deutsche, das hätte man weitaus schöner machen können. Was probieren wir aus? Ich wette, wir haben die Waffe gegen ihn. Aber ich würde sagen, wir probieren einfach erstmal so. Nämlich, ich habe keinen Bock jetzt zu sterben und dann die Waffe nicht mehr zu haben, weil sie irgendwie zu leer ist. Gut, hallo Freezeman, was machst du denn Schönes? Ich lass schon mal den Knopf los, dass er sofort eventuell mal trifft. Natürlich nicht. Oh, spannend. Wow, wow, wow. Kollege, das ist aber nicht der... What the hell? Ich komme hier gar nicht von der Stelle weg. What the fuck? Was? Japaner? Ey. Oh, also das zum Thema... Oh, Mann, ich spiele ja so gut. Oh, extra class und Nodum von Dr. Edgar. Okay. Scheiß die Wand an, ey. Ist das eine Kacke. Gut, Junk Shield. Das ist schön. Ich meine, es wäre das Junk Shield gewesen. Ich bin mir da jetzt unsicher, aber wir werden es sehen. Müll gegen Eis. Was anderes wäre Japanern auch nicht eingefallen. Gut. Ja, Müll gegen Eis, Leute. Merkt er, merkt er. Aber ich stelle mich an. Ich stelle mich doof an. Oh Gott, Leute. Gebt's zu, ich stelle mich gerade so blöd an. Ich stelle mich gerade richtig blöd an. Und ich werde wahrscheinlich... Ja, wartet. Aber ich würde sagen, ich nehme E-Tank. Ist mir scheißegal. Davon haben wir genug. Oh Gott, wir können sogar was von kaufen. Oh Gott, jetzt darf ich nicht sterben, ey. Nein. Doch, war richtig. Okay. Leute. Einfach nur da drauf, losballern ist, ja. Gut, er ist tot. War jetzt zwar nicht so das Schönste, was man sich vorstellen konnte von der spielerischen Art. Und ich habe noch so wie kein Geheimnis gefunden. Das regt mich auf, irgendwie. Und mir fehlt, glaube ich, noch ein Buchstabe, um Rush zu vollenden. Ich weiß nicht, wo ich den vergessen habe. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde das wieder alles an einem Stück aufnehmen hier. Da könnt ihr wahrscheinlich überhaupt nicht mal mitdrehen. Das ist kacke. Aber für mich ist es schön, irgendwie. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Funk Royal, der da, jetzt alles, alle Geheimnisse finden möchte. Es ist nicht so, ich spiele das Spiel und wenn ich es geschafft habe, habe ich es geschafft. So. Ich spule mal ein bisschen vor. Oh, you get Freeze Tracker! Man, that's beautiful! Oh man, that's beautiful! Okay, wer es erkannt hat, der kann sich freuen. So, Willkommen zurück, Mega Man! Zu Hause, meine ich. Dr. Light! Dr. Light! Was denken Sie über was? Bum, bum, bum! Ha! Seine Machenschaften. Kümmern wir einen Scheißdreck. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er unser Feind ist. Warum? Das ist ein alter Mann und ich rede so, als wäre so 20, so knackig, irgendwie kann jeder haben. Verdammt. Was ist das dann? Möp, möp. Whiny attackiert das Robotermuseum. Schlimm, schlimm. Du musst jetzt gehen, Mega Man. Ja. Möp, möp. Gut. Wir gehen also ins Robotermuseum. Oh ja. Gut, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich mach kurz einen Schnitt hier. Bis gleich.